So etwas hat es an einem Seehafen der deutschen Küste noch nicht gegeben. Am 22. September hat in Rostock das erste Autolink-Fahrzeugterminal eröffnet. In etwa 2 Jahren Bauzeit entstand hier auf 75.000 Quadratmetern eines der modernsten Autoterminals Europas. 5 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsministerium hat es mit 500.000 Euro unterstützt. Einmal ist es natürlich eine Entwicklung, eine positive Entwicklung für den Hafen Rostock, für die Region Rostock hier. Es ist der erste Auto-Umschlagplatz in der Ostsee und damit verbinden wir natürlich auch die Hoffnung, dass das in der Zukunft weiter wachsen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein positives Zeichen für Unternehmen in diesem Land generell. Wir haben 2 Jahre Corona-Pandemie hinter uns und wir haben jetzt einen Investor, der in der Pandemie gesagt hat, ich halte an meinem Investment, ich halte an meinem Investitionsvorhaben fest und heute können wir im Grunde die Zukunft feiern, die über 2 Jahre geplant worden ist und das ist ein gutes Signal auch für die Wirtschaft insgesamt in dem Land, weil wir befinden uns ja momentan wieder in einer nicht so einfachen Lage für die Unternehmen bei uns. 35 neue Arbeitsplätze sind hier am Standort Rostock geschaffen worden. Das neue Terminal bietet Platz für etwa 3.200 Fahrzeuge. Autolink und Rostock Port rechnen mit einem Umschlag von bis zu 150.000 Autos pro Jahr. Vorrangig sollen hier Neuwagen nach Skandinavien und Osteuropa transportiert werden. Ja, das ist für uns natürlich ein ganz großer Schritt. Das ist unser erster Car-Terminal oder Auto-Terminal in Deutschland. Das ist ein großes Investment und hat vor allen Dingen die Bedeutung, wir sitzen ja rund um die Ostsee, dass wir damit natürlich die ganzen anderen Länder verbinden und verknüpfen wollen. Für den Autoumschlag wurden 2 Flächen miteinander verbunden, mit Hilfe einer Unterführung unter der 4-spurigen Straße. Das neue Autoterminal hat auch eine leistungsstarke Eisenbahnanbindung erhalten, die einen umweltfreundlichen Transport gewährleistet. So wurde in Kooperation zwischen DB Netz und Rostock Port ein Gleisanschluss gebaut. Auf 2 Schienensträngen kann in doppelter Ebene gleichzeitig abgefertigt werden. Die Gleise sind jeweils 600 Meter lang. Der Standort hat mit dem neuen Autoterminal für Rostock Port mehr Qualität und vor allem auch mehr an Attraktivität gewonnen. Wir sind schon sehr breit aufgestellt, aber Automobilgeschäfte hatten wir bisher hier nicht. Für uns ist das eine Erweiterung des Businessportfolios und trägt zur Stabilisierung des Geschäftsmodells bei. Es gibt ja sehr gute Zeiten, die haben wir lange gehabt, aber es können auch mal Krisenzeiten kommen. Da ist es immer gut, ein breit aufgestelltes Umschlagsportfolio zu haben, weil das hilft einfach, das Geschäft zu stabilisieren. Und diese Ansiedlung des Terminals wird auch andere Geschäfte hier bereichern. Wir denken auch an den Fähr- und Rohverkehr, der sicherlich auch etwas abbekommen wird. Insgesamt wird das Cluster Fähr- und Rohverkehr einfach breiter und damit auch krisenfester. Mit der neuen Autoabfertigung in Rostock wird eine Lücke geschlossen, denn bisher gab es kein vergleichbares Angebot in einem deutschen Ostseehafen. Zukünftig verkürzen sich die Transportwege für die Hersteller aus den Werken in Ost- oder Südosteuropa, wodurch Transporte schneller und günstiger werden und zudem CO2 eingespart werden kann. Autolink Germany gehört zur Autolink Group, einem estnisch-norwegischen Unternehmen. Kunden sind Händler fast aller namhaften europäischen und asiatischen Autohersteller.